Okay, dann ja, wollte ich heute dann doch auch nochmal Vampire Survivors hier spielen, zumal wir jetzt ja doch noch ein paar weitere Sachen hier freigeschalten haben, die es jetzt noch gibt, die wir uns natürlich mal anschauen wollen. Achso, auch noch diese 3000 Milk Elementals, da werden uns sicherlich nicht mehr so viele fehlen. Level 50 mit Popea wäre auch noch eine Möglichkeit. Power-Up wird sich noch nicht lohnen, weil wir können nochmal schauen hier, Milk Elemental. Wie haben wir davon? 1900. Und wie viel? 3000? 3000, na gut, also das dauert schon noch eine Weile. Ja, und also jetzt noch mal kurz. Die waren im Diary Plant, ne? Genau. Ja, ist also definitiv so eine Möglichkeit, was man sich da mal ansehen könnte, nochmal mit. Und Popea hatte ich gesagt, ne? Genau. Ach, du bist ja. Die Song of Mana Frau. Okay. Start. Wollen wir diese Überlevelung aktivieren oder wollen wir lieber dann mehr Geld machen? Ich denke, bei der Stage, wenn wir das, also wenn wir diesen hohen Level erreichen, werden wir dann das andere wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Wir schreiben mal diese Limit Break mal aus. Oh, das ist, denke ich mal, neu, ja? Slash. Okay. Gibt Crit-Chance für Messer, Äxte, das große Schwert. Alle Peitschenformen. Okay, aber brauchen wir jetzt sicherlich nicht. Beginning plus 3 Amount. Keine Ahnung, wie sich das auf das hier aufwirkt. Sie bekommt immer mehr Duration dazu. Area ist wahrscheinlich mit dem Ding auch nicht schlecht, ne? Counterpart. Das denke ich mal nicht so wichtig. Okay. Dann lass uns aber einfach mal. Dann lass uns einfach mal die große Area hier nochmal nehmen. Oh, ach, die Ringe und das sind jetzt generell immer da? Aber das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das kann man sich jetzt also immer holen. Ach, so funktioniert das. Wir bräuchten dann. Schon gesagt, nochmal dieses Clock Lancelet. Ja, mit Duration ist es wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Also, der Mana-Song ist auch mit Curse zusammen. Okay. Wir kriegen Armor für das Rune Tracer, wenn wir wollten. Den Magnet. Und das. Die Flügel, das ist nicht so meine Lieblingswaffe. Area für die Axt. Das ist auf jeden Fall mal okay. Also, wenn wir das wollen. Es ist halt auch ganz schön weit, bis dahin zu kommen.
Na gut, schauen wir uns das erstmal so ein bisschen an, ja. Ah, also Axt gefällt uns, denke ich mal, schon. King Bible mit Durage, aber die evolvte Form ist, hält ja sowieso unendlich lang. Also von daher denke ich mal, ist das nicht so das Entscheidende. Santa Water? Ah ja, gar nicht so schlecht. Wir bekommen ja mit ihr Duration dazu und Area jetzt auch. Also Santa Water ist das schon nicht schlecht. Rune Tracer funktioniert damit eigentlich auch nicht ganz schlecht, würde ich mal sagen. Erstmal auch ein bisschen aufleveln hier. Das sind auch mehrere von diesen Ansaugern von Anfang an schon da, also einfach als Gegenstand, ja. Dich müssen wir nicht mitnehmen. Wird dich auf jeden Fall zusätzlich dann noch finden. Müssen wir mal fast ein bisschen überlegen, was wir da mitnehmen. Wir haben jetzt schon zwei zusätzliche. Geschichten, die wir mitnehmen können. Weil Axt und Holy Water kriegen wir einfach so. Könnte noch mehr Duration sein, aber das ist wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig dann. Das heißt, das brauchen wir auch nicht. Clock Lancelot wollen wir natürlich auch gerne haben. Wir hätten natürlich auch gerne den Scalomaniac. Aber vielleicht nicht sofort. Bei den anderen Waffen, die wir mitnehmen, sind wir ja theoretisch ein bisschen frei, aber das wollte ich halt jetzt unbedingt nochmal mitnehmen. Nee. Spinat ist zum Beispiel noch eine Möglichkeit, die man mitnehmen könnte. Also für das Clock Lancet brauchen wir auch nichts mitnehmen. Jetzt haben wir schon drei freie. Weil das finden wir hier ja auch. Reihenfolge ist eigentlich egal. Also ob Duration wirklich auf das Clock Lancet wirkt, kann ich jetzt natürlich nicht ganz genau sagen, aber ich würde es mal fast vermuten. Duplicator ist natürlich auf jeden Fall auch noch eine schöne Sache und den können wir jetzt auch einfach mal mitnehmen, weil der hat nur zwei Level, der bringt, also der legt uns da jetzt nicht zu sehr ab. Mm-hmm.
Ja, Cooldown auf jeden Fall eine Sache, die wir gerne noch mitnehmen, aber alles zu seiner Zeit. Glück gilt sich so extrem wichtig, also vielleicht deshalb auch das Kreuz nicht unbedingt. Kann man den Blitzring dazu mitnehmen? Ja. Ah ja, powern erstmal auf hier. Lebensenergie. Weil irgendwann ist Pentagramm gut, ne? Aber. Reroll oder Banish? Hollow Heart einfach nur ein bisschen mehr Lebensenergie. Mein, ne? Spinat. Das ist noch eine schöne Sache. Ey. Schon gesagt, Rune Tracer, absolut möglich. Würden wir auch einfach so kriegen, ja. Auf jeden Fall mal an, hier mal ein bisschen loszulaufen. Ja, so Meek Elementals hier. Sehr schön.
mehr Speed macht auf jeden Fall, mehr Bewegungsgeschwindigkeit hier macht auf jeden Fall auch Sinn. Das können wir, denke ich mal, ruhig jetzt auch schon ein bisschen eher mitnehmen. Haben wir zwar einen Gegenstand, den wir insgesamt weniger dann mitnehmen können, theoretisch, aber ich meine, das hilft uns dann schnell auch an die anderen Sachen ein bisschen ranzukommen. Shadow Pinion, ich meine, wir haben einmal das Ding dazu genommen, aber. Ja, dieses Curse-Ding wäre natürlich noch nicht schlecht, wenn wir das noch finden würden. Naja, komm. Schon ein bisschen nach unten gegangen. Ja, da macht es eigentlich nur Sinn, wenn wir jetzt wahrscheinlich ganz nach unten gehen. Schauen wir, ob wir das noch zeitig genug hinkriegen. Wir können ja mal schauen, dass wir mittendrin mal an den Ansauger, der da schon fest dran ist, vorbeikommen. Das ist zum Beispiel sowas, das braucht man, denke ich mal, wirklich nicht. Movement Speed, ja. Oh, ein bisschen, der Mann. Aber gut. Hier nur eine Standardruhe. Schade, schade, schade. So langsam aus angesaugt kommen hier. Bestimmt mal irgendwo noch ein roter. Stan Laurel auch noch. Ich denke, beides zusammen wird einfach zu viel. Immer noch mehr Speedman. Empty Tome. Ich weiß gar nicht ganz genau, was ich gerne noch als Passiven zusätzlich mitnehmen wollte. Na gut, wir werden mal sehen. Weißt du, viele Sachen, die wir halt einfach bekommen, oder? Yeah.
Mal schauen, ob wir dann auch wieder diesen speziellen Boss hier bekommen. Da bei diesen Ringen, wo wir so mal da angekommen sind. Ja, ja, der ist wahrscheinlich dann tatsächlich immer da. Ich habe schon gesehen, der hält wirklich extrem viel aus, er gibt halt dann auch so ein Ei. Healing ist doubled. Oh. Das Revival, na gut, um einfach nur das Überleben zu sichern. Slash. Ja, mit abspringenden Messern oder sowas waren die gar nicht mal so schlecht gewesen, aber die Axt haben wir zumindest schon. Aber wir können auch einfach zum ums Überleben zu sichern das Awake hier mal nehmen. Okay, das erhöht also alles bei den Gegnern hier, das wollen wir nicht. Also zumindest jetzt nicht sofort. Dann banishen wir mal dich. Das Doppelding wollen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Ah ja, Überleben hier. Das Revives. Wobei, haben wir jetzt theoretisch recht viel. Okay, ja, dich wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, und somit sind wir doch jetzt hier voll. Voll. Das war natürlich noch. Finden wir natürlich noch. Tracer wollten wir noch. Magic Wand. Ja. Dazu der riesen Brüller, ne? Genau, da haben wir dich doch schon. Ja, den Ring kann man natürlich auch machen. Ring kann man durchaus machen. Stimmt. Das war nicht so richtig. Uns auch langsam wieder ein bisschen bewegen. Wir banischen mal dich noch. Müssen sich auch irgendwie auf Level 8 kriegen, aber ich denke mal, das sollte normalerweise schon hinkommen.
Ja, ich meine, genau, Area kriegen wir dann als Bonus ja noch dazu. Duration ist jetzt auch schon richtig schön hoch. So, jetzt zum Armor. Ich hab gesehen, wo ist eine Uhr? Na gut, ein bisschen weiter unten, wenn du bist. Hier. Das ist unbedingt bringt sich die zu holen. Bisschen hoch hier. Ah, sehr schön. Wie lange ein Wassermann-Naga-Ding hier durchhält. Okay. Aber langsam müssen wir uns mal ein bisschen in Bewegung versetzen hier. Da steht hier noch ein bisschen Weg vor uns. Auch wenn die Sachen, denke ich mal, nicht so extrem weit weg liegen. Also, aber dadurch, dass wir diese zwei Ringe da haben wollen, wird es doch ein bisschen länger. Wir laufen tatsächlich schneller wie die. Sogar, also insgesamt näher, das war klar, aber
So. Ob er dann wieder diesen riesigen gefrorenen Korridor an Monstern ja haben wir das eine Mal. Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob das hier war. Nee, das war, denke ich, in der Bone Zone, oder? Wo wir das war sogar da, wo wir es das erste Mal vielleicht nicht geschafft haben, wo wir. Ja, dann zwar die Gegner auch nicht mehr besiegen konnten, aber durch das Einfrieren haben wir es halt geschafft zu überleben. Aber wir haben ja sehr viele Revives. Wir werden ja jedes Mal ein bisschen stärker. Das hat halt auch nochmal ein bisschen was für sich. Das brauchen wir nicht mehr. Freeze. Also Rune Tracer hätte ich zwar ganz gerne noch, aber glauben wir, dass es besser ist? Okay, Ring und Dings. Ja, wir laufen momentan viel. Down. Schon ein bisschen Schaden hier machen, das ist gar nicht mal so schlecht. Wissen, der hält wirklich sehr, sehr viel aus. Kann ich die Alarmanlage hier auslösen? Ja, eigentlich brauchen wir nur noch Ansaugi. Oh, der ging schnell weg.
einfach noch ein Kleeblatt. Ja, Schaden tut das nichts, aber. Also das ist halt das, was ich nicht ganz verstehe. Um jetzt das. Also, es muss ja nicht, wie schon gesagt, garantiert bei jeder Kiste, aber wenn jetzt das Glocklein so nicht kommt, ich weiß es nicht. Beide Vögel können wir eh nicht mehr mitnehmen. Ein bisschen durchrennen hier. Kann aber möglicherweise sein, dass man vielleicht wirklich beide Ringe ausgemaxt haben muss. Oder müssen wir nur mit der Kombination, die wir jetzt haben, gewinnen? Aber das haben wir, denke ich, schon mal. Das ist halt echt was Neues, damit wir das wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, evolven müssen. Auch wenn das in den Unlocks nicht so explizit beschrieben steht, sonst hat es ja immer ausgereicht, das Ding überhaupt zu finden und mitzunehmen. Ja. Ich sag, wie DC Glück, ja, wahrscheinlich nicht so wichtig. Länger und Area ab, ich meine, das gefällt uns natürlich auch schon. Also das ist das, was wir hier jetzt natürlich auch schon haben. Obwohl, ich will eigentlich. Okay, warte ich mal noch. Ich will jetzt eigentlich mal die Dinger hier nach oben bringen.
bis Level 9, ne? Das ist ja verdammt viel. Okay, ist ausgemaxt. Das musste halt auch mit dabei sein. Es ist halt wirklich die Frage, ob es so überhaupt geht. Bei der Frechheit halber doch die zwei anderen, aber wobei, das hat man eigentlich auch schon mal probiert, aber ich weiß nicht, ob wir das durchgezogen hatten. Die Rune Tracer sind auch leicht groß. So. Die hören, denke ich, auch nicht mehr auf. Duration plus 160%. Das Problem wird sein. Jetzt keine. Runen mehr bekommen werden. Aber das ist halt auch die Frage. Ich weiß es eben nicht. Wir haben es vorhin wieder an dieser Truhe gesehen. Das Clock Lancelet will auch irgendwie nicht. Wenn das denn so geht. Also. Minute 27, hoffentlich kommt nochmal ein Boss. Du bist bestimmt einer. Oh, was bist du denn? Halbiert das gegnerische Leben. Einfach generell als Effekt, oder wie funktioniert das? Irgendwas wird hier ganz bunt. Aber wir können es natürlich jetzt auch etwas schwer nachvollziehen mit dem Effekt, der hier überall rumfuhrwerkt. Noch bis 107, das ist ja gar nichts. Noch mal ganz viele Golem, so wie war das ja? Achso, ne, ich sehe noch, es friert ja trotzdem noch ein. Okay, und dann halbiert es auch noch die Lebensenergie. Ich weiß nicht, ob das von generell nur einmalig von Max aus funktioniert oder ob das dann Current Health nimmt oder sowas. Ist auch egal. So genau müssen wir es dann auch, denke ich mal, auch nicht wissen.
Wir probieren noch mal wieder ein bisschen Revival hier zu machen. Echt mit den upgegradeten Glock Lancet. Vielleicht lässt sich hier jetzt irgendwas wieder raushauen. Ha! Er hat's versucht, aber gerade nicht bisher. Nein, wir müssen eigentlich hier hin. Ich habe jetzt gerade die Linie mal wieder so ein bisschen gesehen. Für die Rune Tracer ist natürlich ein bisschen schwer, das noch zu verfolgen. Ich glaube, wenn man den richtigen Circle Strafe um den Typ hier rum macht, klappt es wahrscheinlich. Aber wie schon, ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht erkennen. Aber Minute 31 sieht ganz gut aus. Wir müssten mindestens noch einen Revival haben. Ja. Ah, da kommt ein zweiter. Okay, das wüsste ich gar nicht. Gibt es noch einen Bonus? Nächste Dings? Okay, nee, da ist dann Ende sozusagen wahrscheinlich. Okay. Mhm. Infinite Corridor. Gallo oder Divano. Okay, also das wurde jetzt sozusagen als extra Geschichte hier freigeschalten. Gehe ich mal davon aus, dass wir das jetzt wahrscheinlich und gibt das Bracelet frei. Also 30 Minuten, nachdem wir das gefunden haben, okay. Und Trumpet und so weiter gab es ja auch noch irgendwo. Level 50 mit Poe. Das werden wir, denke ich, auch noch hinkriegen. Oha, Silent Old Sanctuary. Okay, kann man bestimmt auch was Schönes, Spezielles sich mal zusammenbauen, wenn man das will. So Milk Elementals, aber ich denke, extrem viel bekommt man da immer nicht in einer Spielung. Sind da um die 400, wenn überhaupt. Aber da muss man schon ein paar Mal da reingehen. Es ist so teuer geworden. Kann man uns ja nichts leisten.